Guten Morgen, ihr Langschläfer und Frühaufsteher. Jetzt gibt es einen Vlog. Meine Frau möchte ja auch gerne irgendwie ein bisschen Geld verdienen und irgendwie ihr eigenes Taschengeld haben. Und jetzt hat sie sich Okoi Okoi gekauft. Das sind die Klamotten, die wir in Deutschland in die Kleiderkiste packen, wobei die sollen jetzt aus Japan kommen, glaube ich. Die werden dann so sortiert nach Qualität und nach Art des Kleidungsstücks für Damen und Herren und so. Und meine Frau hat sich jetzt zwei so eine Säcke gekauft. Die kosten jeweils 1200 Pesos. Und da sind, how many pieces is it, Olive? How many pieces is it? Ah, sie hat gesagt 150, JP 150? 150? Ah, okay. Sie hat gesagt 200 Stück sind da drin. Yeah, you can open. Kosten 220 Euro. Ein so ein Sack, wiegt 45 Kilo. Das wollte ich nur mal gerade zeigen. Ja, das wird sie jetzt alles auspacken, dann Fotos machen. Ja, schon. Sure. Und dann wollen wir mal schauen. Aber man sagt, ein paar Euro verdienen kann. Ein so ein kleines Stück verkaufst du für 2 Euro oder was, ne? 100 Pesos oder so. Keine Ahnung. How much is 50 to 100 Pesos. Das wollte ich nur kurz erzählen. In diesem Sinne reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschauen. Das sind ja alles so warme Sachen, alles so warm clothes, look so, hat gar nicht so schlechte Qualität, also da sind auch nichts kaputt oder so. Das sind alles auch teilweise das Markenklamotten, also richtige bekannte Marken auch. Ja, dann wollen wir mal gucken.